Herzlich willkommen, meine Freunde, zurück zu Let's Play Jurassic Park The Game. Gestern waren wir an einem Scheideweg, wir mussten Pläne lesen, um den weiteren Weg zu finden. Leider erst beim dritten von vier Versuchen erfolgreich. Also wir sind doch unterfressen worden. Wir sind dann auch nochmal danach bei der Flucht gestorben. Kurzzeitig wurde die Gruppe getrennt dadurch. Und man hat mehr über die Hintergründe von Nima und teilweise über Jerry erfahren. Danach haben sich alle wieder getroffen bei der Meeresausstellung und Billy sagte, ja, wir müssen bald hier raus, weil wenn wir nicht rechtzeitig hier rauskommen, dann macht ein Bombengeschwader die Insel kaputt. Fand Dr. Sorkin natürlich gar nicht gut und die ist deswegen jetzt ohne Uzi ein Telefon gefahren, um aufzumachen. Und ja, ich weiß jetzt nicht, wo wir genau anfangen, weil ja der letzte, weil wir ja nicht bis zum nächsten Speicherpunkt gestern gespielt haben, weil dann so ein Rätsel kam, was über ein bisschen dauert. Das werdet ihr jetzt noch gleich sehen. Deswegen mal gucken, wo wir rauskommen. Ah, hier kommen wir raus. Okay, ist nicht weit weg. Das Einzige, was kommt, ist kurz das Gespräch. Alles okay. Da kommt ja nicht viel. Gut. Dad! Jess, Gott sei Dank. Alles okay? Bist du verletzt? Nein, mir geht's gut. Können wir endlich nach Hause? Ich bin so froh, dass Sie beide noch leben, Jerry. Wie sind Sie hergekommen? Wir sind in der Nähe einer Tourroute aus einer Dienstlucke in den Tunnel geklettert. Zum Glück hat jemand das Tourprogramm laufen lassen. Danke. Sie meinen... Dr. Sorkin, die Telefone gehen nicht. Wie bitte? Kein Freizeichen. Sie meinten doch, die Telefone hier würden funktionieren. Seltsam. Mir wurde angezeigt, dass die Hauptleitungen hier aktiv sind. Es sei denn... Natürlich. Die Computersysteme kontrollieren alles, auch die Telefone. Wenn der Stromausfall länger anhielt, als die Notstromakkus reichten, muss das System wieder hochgefahren werden. Bringen Sie uns zu den Telefonen, Doc. Wir haben nicht viel Zeit. Mr. Yoda, ich lasse mich nicht länger von Ihnen herumkommandieren. Hören Sie, das hier ist kein Ausflug. Wenn wir Inge nicht rechtzeitig kontaktieren und einen anderen Helikopter ordern, der uns hier rausbringt, macht ein Bombengeschwader die Insel und uns platt. Was? Ganz recht. Sie bringen all ihre kostbaren Tierchen um und versenken die Insel im Pazifik. Dios mio! Das meinten Sie also mit Ground Zero? Ganz genau. Sagen Sie mir das doch früher! Das ist mein Zuhause! Ihr Zuhause? Was soll das heißen? Ich habe nichts gesagt, weil ich dachte, wir würden jetzt längst von der Insel runter sein. Diese Insel ist die Heimat Ihres Volkes. Moment. Was hat Dr. Sorkin vor? Sie haut ab. Das war. Warten Sie, was werden Sie? Wo geht sie hin? Keine Ahnung. Zu den Telefonen. Diese Rotunde. Dort ist der Kontrollraum. Sie geht ohne uns zu den Telefonen. Verdammt! Holen Sie den Aufzug wieder hoch! Und da waren wir jetzt gestern. War nochmal ein kurzer Rückblick. Sie haben beim Bau hier viele Fortschritte gemacht. Paläozoikum, was? Tja. Die meisten der Prachtstücke hier stammen wohl nicht aus dem Jura. Und das ist jetzt ein etwas größeres Rätsel, wie ich schon sagte. Es geht ja jetzt darum, den Aufzug wieder hochzuholen. Wege, gibt es auch. Ja, das war jetzt ein kurzer Rückblick. Und diesen netten Freund hier, den man ja auch im Intro sieht, werden wir bald höchstpersönlich begegnen. Was soll das sein? Keine Ahnung. Sieht aus wie ein Mosasaurier. Mosasaurier, was? Ziemlich gruselig aus. So eine Art Meeresechse. Stell dir eine große Muräne mit einem Krokodilkopf vor. Krokomuräne? Toll. Klingt nett. Keine Sorge, auf meiner Liste von Parktieren sind keine Meereskreaturen. Wofür sind dann all die Futterfische? Futterfische? Ja, wir sind durch einen großen Raum voller Fischbecken gekommen. Laura meinte, mit denen werden andere Tiere gefüttert, zum Beispiel Wale. Ziehen wir keine voreiligen Schlüsse. Für was sollen sonst die Futterfische sein? Überleg doch mal logisch.
Und außerdem stand auf seiner Liste auch der Tod und nicht drauf. Der Tod dann wurde von Laura so beiläufig erwähnt, wie wir ja wissen. Wie geht's dir, Jess? Mein ganzer Körper zittert. Ich wäre sogar lieber wieder im Gefängnis. Ich hab das Weglaufen satt, Dad. Ich weiß, ich auch. Aber jetzt sind wir erstmal sicher. Die Frage ist, wie lange? Und du und Mima? Wie seid ihr zwei so schnell hergekommen? Ein Tourfahrzeug hat uns mitgenommen. Ganz toll. Ich bin in diesen Tunneln um mein Leben gerannt und ihr zwei macht eine Spritztour? Spritztour? Jetzt mach mal halblang. Ja, ja. Meeresausstellung. Warum gibt es hier ein Aquarium? Kann man überhaupt Urzeitfische klonen? Soweit ich weiß nicht. Amphibische Mücken gab es, glaube ich, nicht. Hä? Weißt du noch, dass auf der Tour erklärt wurde, dass wir unsere Dino-DNS aus Mückenfossilien gewonnen haben? Mücken können keine Tiere stechen, die unter Wasser leben. Oh, stimmt. Guter Punkt. Ja, das würde mich auch interessieren, weil das wirklich ein gutes Argument ist. Aber das Vieh wird uns noch begegnen. Es tut mir alles wirklich leid. Dad, es tut mir so leid, dass ich so viel Ärger gemacht habe. Nicht doch. Das hier ist nicht deine Schuld. Natürlich. Das Rauchen und der Dinosaurier, das Klauen und meine schlechten Noten. Ich will nicht immer so einen Mist bauen. Hör zu, Jess. Ich weiß, dass ich manchmal ziemlich hart zu dir bin. Ich habe das Gefühl, als müsste ich monatelange Erziehungsmaßnahmen in die paar Tage stopfen, die ich mit dir zusammen bin. Aber du bist eine tolle junge Frau. Ich bin stolz auf dich und ich will nicht, dass du dieselben Fehler machst wie ich früher. Und zuletzt, ich will nach Hause. Ich will das alles nicht mehr, Dad. Können wir nicht einfach hier auf ein anderes Rettungsteam warten? Das machen wir, aber zuerst müssen wir dieses andere Rettungsteam rufen. Und wenn das genauso schief läuft wie mit dem ersten? Hey, sieh mich an. Wir schaffen das schon. Was sage ich immer über das halb volle oder halb leere Glas Wasser? Hey, ich habe ein Bier bestellt. Das ist mein Mädchen. Das ist ein cooler Spruch. Gut, dann gucken wir uns mal um. Interessantes Konzept. Lebende Fossilien. Sie soll eine Lücke auf Fische stechen, die hunderte Meter unter der Wasseroberfläche leben. Das kleine Becken ist cool. Wurden diese Tiere wie die Dinosaurier geklont? Nein, sie sind nicht ausgestorben, sondern leben auch heute noch im Meer. Man nennt sie lebende Fossilien, weil sie sich von den alten Fossilienformen, die Paläontologen fanden, kaum weiterentwickelt haben. Oh, ist das ein Pfeilschwanzkrebs? Mhm. Könnte sein. Ich weiß ehrlich gesagt nicht viel über Meeresfauna. Fauna. So gesehen wären Haie auch lebende Fossilien. Die frühen Haie unterscheiden sich kaum von den heutigen. Ah, Paläozoikum. Vom ältesten zum jüngsten System. Cambrium, Ordovizium, Silur, Devon, Carbon, Perm. Das wird noch wichtig werden. Mein Bissidium. Blickwinkel. Ich bin am Aufzug, in Ordnung? Okay, Dad. Blickwinkel, das wechseln wir nicht, natürlich. Super. Wo ist nur das Schulungshandbuch? Hier ist der Aufzug. Mal was machen könnte, aber da wir natürlich noch nicht wissen, wie das geht, lasse ich das mal. Nein, das wollte ich nicht. Wir haben ja keine Ahnung. Es gibt ein Schulungshandbuch, aber das haben wir noch nicht gesehen. Aufzug. Ich muss den Aufzug zum Laufen bringen. Wie hat es Dr. Sorgen eigentlich geschafft, frage ich mich gerade. Naja, alles okay? Alles gut zwischen Ihnen beiden? Bringen Sie einfach den Aufzug zum Laufen. Ich habe nicht mit Ihnen gesprochen. Bitte keine Streitereien mehr. Unsere Lage ist doch so sonst schlimm genug. Billy ist ziemlich aggressiv in den letzten Folgen. Das fühlt sich so an, als wird es immer schlimmer. Vielleicht kommt es mir aber auch nur so vor. Naja. Er ist hier bei der Auskunft. Infoschalter. Ja, eine Information könnte ich jetzt brauchen. Und hier ist das Handbuch. Oh gut, eine Anleitung. Schlüssel einstecken. Code hält 24 Stunden und so weiter und so fort. Morgendlicher Betrieb setzt Vorgang zurück.
Schlüssel gegen Uhrzeigersinn auf Eingabe drehen und 3 Sekunden halten. Tastatur setzt zurück und piept 3-mal. Im Uhrzeigersinn auf Zurücksetzen drehen. Vorherigen und neuen Code eingeben. Klingt machbar. Nur müssen wir jetzt den Code rausfinden. Sieht aus, als würden sie Daten aus der paläozoischen Ära als tägliche Tastencodes benutzen. Okay. Die paläozoische Ära ging der ältesten Periode auf der Anzeige voraus. Vielleicht beginnt die Abfolge nicht am Anfang der Woche. Okay, heute ist Sonntag. Ich brauche den Code von Freitag. Da stand gerade Ordovizium. Ist Freitag. Was ist das hier? Schlüssel auf Eingabe drehen und 3 Sekunden halten. Ach, das ist Zurücksetzen gut. Drehen. Sorry, Freunde. Und alten und neuen Code eingeben. Eingabe, halten, zurücksetzen, Code. Devon, Perm oder Silur könnte es sein. Aber da muss ich mir jetzt nochmal die Übersicht angucken. Also man muss quasi zurückdenken. Je nachdem, wie die mesozoischen Ära Zeitraffer sind. Silurium, Cambrium, Ordovizium, Silur, Devon, Carbon, Perm. Perm, Carbon, Silur, Devon. Und Silur müsste sein. Cambrium, Ordovizium, Silur, Devon, Carbon. Ich denke, es ist Silur. Ganz sicher bin ich mir jetzt nicht. Ich gehe mal rüber zum Infostand, okay? Ja, Dad. Ganz sicher bin ich mir jetzt nicht, aber man hat hier nur eine 1-3 Chance. Im Grunde. Ich bin wahrscheinlich ein Fall von Julia. Billy, Sie kennen nicht zufällig die Reihenfolge der paläozoischen Perioden? Oh, natürlich, Jerry. Erste Halbzeit, zweite Halbzeit, Verlängerung und Elfmeterschießen. Oh, schon klar. Verstanden. Beeilen Sie sich einfach. Hetz mich nicht, Junge. Das mag ich nicht. Silur. Probieren wir jetzt einfach mal. Silur. Könnte genauso passen wie alle anderen. Ich probier's einfach mal. Nimm Silur. Wie gesagt, spätestens. Okay. Versuchen wir es am Aufzug. Nach spätestens 3 Versuchen hat man's richtig. Aber finde ich ein ganz interessantes Rätsel, ehrlich gesagt. Gut, erst. Nein, das wollte ich gar nicht. Erstmal auf Eingabe, erst auf Input. Dann ist Halten für 3 Sekunden. Dann piept's. Dann auf Reset und den Code. Oh Mist! Ich muss das falsche Bild gewählt haben. Okay, Silur ist falsch. Gibt es nur Devon oder Perm? Na gut. Ich habe mich geirrt, tut mir leid. Devon. Devon. Nach Devonshire benannt. Vielleicht. Nehmen wir es mal. Ansonsten ist es Perm. Versuchen wir es hiermit. Auf ein neues. Ich bin jetzt heute ein bisschen still, weil ich mich gerade ein bisschen sammeln muss. Allgemein für den Tag her. Mist, ich muss das falsche Bild gewählt haben. Okay, dann gibt es nur noch ein Bild, was stimmen kann. Dann gibt es nur noch ein Bild und dann nehmen wir das jetzt, wenn ich Perm. Alle guten Dinge sind 3, ne? Gut, alter Spruch. Perm? Klingt richtig. Nimm Perm.
Okay, mein bester Tipp. Was heißt der Beste? Es ist der Einzige, der noch hinhauen kann. So, Dr. Saw, können wir kommen. 9251. Okay, neuer Code. Halten wir es einfach. Okay, neuer Code. Halten wir es einfach. Auf geht's. Die Meeresaufstellung abgeschlossen. Sind die Embryos. Hey, lassen Sie das zu. Sind Sie verrückt? Jemand könnte es sehen. Nur die Ruhe. Was sehen? Na toll. Verdammt, Sie leichtsinniger Idiot. Was war das? Spionageausrüstung oder so? Ganz genau. Streng geheim. Und wenn du irgendwen davon verletzt, muss ich dich töten. Billy, würde ich das tun. Mittlerweile war werde ich... nur Spaß. Mittlerweile traue ich Billy das hey, zu. Hey, ich habe den Aufzug zum Laufen gebracht. War auch Zeit. Billy, was ist hier los? Nichts, alles okay. Billy wirkt so psychisch instabil, mittlerweile würde ich ihm so einen Mord durchaus zutrauen. Wenn schon sowas kommt wie von wegen mit dem, ja, er ist so aggressiv und jetzt, nö, alles okay. Der ist so psychisch instabil, dem würde ich alles gerade zutrauen. Wir müssen endlich los, wir haben nicht ewig Zeit. Ja, reg dich ab, Junge. Ich muss sagen, ich hatte Billy echt mal gern, aber im Moment ist er mir irgendwie unsympathisch. Muss ich ganz ehrlich sagen. Auf ins Meer. Witzig. Dad, meine Ohren. Liebe was Gäste, ist los? Die Lagunenrotunde liegt in einer Unterwasserumgebung mit höheren Druckverhältnissen. Bitte halten Sie die Nase zu und drücken Sie Luft hinein, um beim Hinabtauchen den Druck auf den Ohren auszugleichen. Wenn Sie über einen längeren Zeitraum Unwohlsein oder Schwindel verspüren, informieren Sie umgehend einen Mitarbeiter. Sie meinen einen Tiefenrausch? Das kann passieren, wenn man Druckluft einatmet. Woher weißt du das? Ich hab's in einem Film gesehen. Ja, klar. Jess wow. lügt. Und da fahren wir hin? Jess lügt ziemlich oft. Ich wette, sie hat das nicht nur im Film schon. Gesehen. Genauso wie sie das im Rauchen ja damals erlogen hatte. Das ist eigentlich ein sehr geiles Gebäude, muss ich sagen. Also ich glaube, sie hat es nicht nur im Film gesehen, sie hat ja auch damals mit dem mein anderen Gott. Gebäude. Sowas habe ich echt nicht erwartet. Das ist so cool! Vorsicht, ich gehe vor. Eigentlich ist die Lagune schon was Cooles, ja. Cool! Seht euch das an! Ich will mit Dr. Hammond sprechen. Da ist ein Skelett von dem Mosasaurus. Nein, das kann nicht warten. Können Sie mich mit Mr. Maguire verbinden? Oder besser mit Peter Ludlow? Bitte beeilen Sie sich. Sie will ihre Tiere unbedingt hören. Nein, hören Sie zu. Hier spricht Dr. Laura Saw. Irgendwie gefällt mir ganz und gar nicht, was ich da und sehe. Immer noch vor Ort. Holen Sie jemanden ans Telefon. Mr. Parker, ich will keine Rettung. Ich will den Bombenabwurf nicht verzögern, sondern ihn ganz verhindern. Der Bombenabwurf ist nötig. Was? Sie ist nicht kontaminiert, sondern ein Wildreservat. Diese Tiere sind nicht verseucht. Sie sind stark gefährdet. Das ist deine Meinung. Sie hören mir nicht zu. Hey Dad, das hier sieht aus wie eine Gegensprechanlage. Was? Wo? Das ist eine Gegensprechanlage.
Gut gesehen, Schatz. Laura, ich bin's, Jerry. Laura? Jerry, ich höre Sie. Gut, dass Sie hier sind. Jetzt wird alles leichter sein. Was haben Sie getan? Was wird denn leichter? Wir werden den Bombenangriff stoppen, Jerry. Diese Insel muss erhalten bleiben. Warum denn? Für wen denn? Die Insel ist gefährlich. What the fuck? Was wird denn das? Die restlichen Überlebenden sind meine Geisel. 4 andere. 3 Amerikaner und eine Costa Ricanerin. Ich lasse sie nicht gehen, bis die Pläne zur Bombardierung der Insel widerrufen werden. Okay, okay. Es ist völlig okay. Es ist völlig okay, was für den Türschütz um mich zu haben. Das ist völlig okay. Da habe ich kein Problem mit. Aber dafür Geisel zu nehmen, ist scheiße. Und irgendwie hängt der Spiegel, oder? Moment, Freunde. Hallo? Okay, Moment, ich hab's gleich. Gibt es noch irgendwie? Theoretisch, ja. Oh, na toll, das Spiel hängt. Okay, ich muss es kurz beenden und dann nochmal neu starten. Sorry, Freunde, das ist etwas, was nicht vorgesehen war. Aber ganz ehrlich, wie seht ihr das? Schreibt es mir doch mal in die Kommentare. Ich meine, das ist völlig okay, was für den Tierschutz übrig zu haben. Aber es ist nicht okay, das wegen Geiseln zu nehmen. Vor allem bei einer Insel, wo nachgewiesen ist, mit mehreren Todesfällen, dass die Insel gefährlich ist. Es ist absolut nicht okay, dafür Geiseln zu nehmen. Meiner Meinung nach zumindest. Jetzt seht ihr das ja anders. Spiel laden. Zumindest kann man schnell wieder starten. Nächstes etwas. Billy hatte recht, sie wird eher einen von den Tieren retten. Die restlichen Überlebenden sind meine Geiseln. Als jemanden von uns, hat er ja gesagt. Er hatte völlig recht. 4 andere. 3 Amerikaner und eine Costa Ricanerin. Ich lasse sie nicht gehen, bis die Pläne zur Bombardierung der Insel widerrufen werden. Das werden wir ja sehen. Dazu haben sie kein Recht. Sie haben kein Recht, uns hier festzuhalten. Rechte sind nur ein ideologisches Konstrukt. Ich will keine philosophische Debatte starten. Welche Rechte haben die Dinosaurier? Haben sie kein Recht darauf zu überleben? Nein. Sind unsere Rechte wichtiger als ihre? Ich will keine Rechte vergleichen, so majestätisch und lebendig sie sein mögen. Unsere Dinosaurier sind Phantome. Wir haben sie in eine Welt gesetzt, die nicht bereit für sie ist. Und wir müssen sie zum Schutz unseres Ökosystems isolieren und unter Kontrolle halten. Es geht nicht um Rechte, sondern um Verantwortung. Und wir tragen die Verantwortung, unsere Geschöpfe zu erhalten und sie auf ihre Art überleben zu lassen. Dinosaurier sind rein von der Logik tot. Rein vom Aussterben her. Ihr habt sie wiedererweckt. Also nein, sie haben kein Recht auf Leben, weil sie von der Natur aus tot sein sollen. Ja, oder was passiert dann? Billy, wird InGen die Bombardierung abblasen? Wohl kaum. Nicht InGen wirft die Bomben ab, sondern das US-Militär. Und die Kontingenz wird mit einer Biogefährdungsgeschichte verschleiert. Sie schiebt das Unvermeidliche nur auf. Nein! Sie verweigern mir doch die Kooperation. Wenn Sie mir nicht garantieren, dass die Insel erhalten bleibt, dann muss ich drastischere Maßnahmen ergreifen. Was gibt's noch Drastischeres als Geiseln zu nehmen? Das ist doch verrückt. Gut, verbinden Sie mich mit dem Militär. Hallo? Hallo? Ich zeige Ihnen, wie eine Verseuchung des globalen Ökosystems aussieht. Hören Sie auf Sie. Laura, hören Sie auf diese Leute. Hören Sie auf Ihre Vernunft. Sie handeln irrational. Die Natur ist irrational. Rationalisierungen haben uns nichts gebracht. Es ist an der Zeit, der Natur wieder die Kontrolle zu überlassen. Andere Möglichkeiten. Laura, es gibt andere Möglichkeiten. Uns gegen unseren Willen hier festzuhalten, um die Dinosaurier zu retten, ist höchst unüberlegt. Sie wissen es doch besser, Laura. Ich weiß, Jerry.
Ich weiß, was ich tue. Ich habe unmissverständlich gesagt, was passiert, wenn die Insel bedroht wird. Ich hatte Pläne, die von Ingen und der Regierung ignoriert und durchkreuzt wurden. Und jetzt ziehe ich meine Konsequenzen. Warum wohl? Sie wurden deswegen durchkreuzt, weil deine Pläne scheiße sind. Ich lasse den Mosasaurus frei. Sind Sie verrückt? Ein Landsaur. Und jetzt wissen wir auch, was sie tun wird. Und jetzt wissen wir auch, wo dieser nette Bursche hierher kommt. Sie wird ihn freilassen. Und wir werden die Probleme haben. Ja, Laura Sorg in ein Thema für sich. Wie gesagt, ich habe nichts gegen Tierschutz, aber wenn Punkt 1 die Tierrasse ausgestorben ist von der Natur her, ist es sowieso ein schwieriges Thema. Und Punkt 2 ist es deswegen noch lange nicht das Recht, Geiseln zu nehmen. Oder, wie sie es ausdrückt, drastischere Maßnahmen zu ergreifen. Mit den Dinos ist das eine Sache. Die Dinos sterben, bevor sie das Ganze mehr überqueren können. Aber das Viech ist ein 20 Meter großes, fleischfressendes Monster, das im Meer lebt. Das würde alles zerstören. Naja, vielleicht habt ihr da eine andere Meinung. Ich würde da gern drüber diskutieren. Vergesst auch nicht, die noch Feedbacks zu geben wegen dem Thema Arkham Asylum, / Gilded Orden, beziehungsweise was anderes. Bisher habe ich eine Meinung. Vom Günther, der der Arkham Asylum Game weitergucken würde. Aber eine Meinung reicht mir nicht. Ich will mindestens 2-3 Meinungen hören. Ein bisschen Zeit habt ihr noch, also bis heute Abend. Es ist jetzt 20:08, und ich lasse euch vielleicht Zeit bis spätestens 11. Um 11 werde ich dann gucken, was dann dran steht. Also nur nochmal zur Klarstellung, Krieg im Norden und Arkham Asylum werde ich natürlich nicht komplett löschen. Die Parts, die ich schon gemacht habe, sind natürlich drin und das Spiel wird dann fertig, wenn ich einen neuen Rechner habe. Weil die ja jetzt eh gerade lecken wie Sau und... Okay, Arkham Asylum nicht so sehr, aber Krieg im Norden leckt ja ziemlich rum. Damit ich das Spiel, wenn ich einen neuen Rechner habe, dann wird es nicht mehr lecken. Deswegen. Ja. Gut, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und... ja. Ich freue mich, wenn wir uns später nochmal sehen, beziehungsweise morgen. Ich weiß, der Part war jetzt ein bisschen kürzer, aber es gab ja auch schon längere Parts und deshalb... macht's gut, Freunde. Bis dahin.